Nun, Chat, ich sag mal so, ich habe hier noch so eine Dokumentation über Abschlepper auf der Autobahn. Und ihr wisst, ich mag die Autobahn. Also, ich möchte eigentlich noch gar nicht offline gehen, ich bin ehrlich. Keine Ahnung. Ich habe nichts anderes gefunden. Also, ja. Also gucken wir jetzt an, wie jemand auf der Autobahn abgeschleppt wird. Los. Oh. Da ist die Maus. Ah, da ist die. Schnee, Eisregen, Glätte. Für Verkehrsteilnehmer besonders tückisch. Kenn ich. Also eigentlich kann er heute nochmal, ich sag mal, Geburtstag feiern. Wow. Hier sieht man auch die Eisplatten. Ich hasse übrigens Schnee. Wo man dann auch ganz schnell mal abschmieren kann. Ne? Die Abschlepper müssen gerade dann besonders häufig raus. Das hat gewurmt, ja, ja. Jungs, geht ins Bett, wenn der Wecker früh klingelt. Ernsthaft, ihr verpasst wirklich nichts. Wir gucken uns eine Doku an über Abschlepper auf der Autobahn. Eiskalt. Oder im Schnee. Rutscht, würde ich sagen. Und riskieren dabei auch ihr eigenes Leben. Monka ist. Winter am Maschnerkreuz an der A7 und A1, südlich von Hamburg. Nur 2 Kilometer entfernt in Ramelsloh hat Ralf Hartmann sein Abschleppunternehmen. Er ist unterwegs zu einem Auftrag. Okay, kann losgehen. Jetzt haben wir so einen Einsatz. Fahrzeugöffnung hat sich ausgeschlossen auf dem Autobahnparkplatz. Nichts Schlimmes, ist aber für den Kunden natürlich ein bisschen doof, bei der Kälte vor dem Auto zu stehen und nicht wieder reinzukommen. Ne? Haben wir Mods anwesend, Chat? Man kennt das. Hat schon. Das Game gewechselt? Er ist seit über 30 Jahren Abschlepper. So, muss ich das machen um die Uhrzeit? Ich glaube schon, oder? Ja, da Moment. Haben wir nachts auch auf Autobahn. Moment, Chat. I have to switch the game. Oh, what the fuck? Moment, ich muss da ganz kurz einen kreativen Titel finden. Für die letzten paar Minuten. Also für die letzten 3/4 Stunde. Okay, dankeschön, liebe Mod. Am Parkplatz und dann kommt auf einmal ein Fernfahrer nur in Unterhose an. Ne? Man denkt dann so, was hat der denn? Und er hatte sich auch tatsächlich ausgeschlossen. Er wollte mal kurz austreten. Und dann hat sich dann aus dem LKW ausgeschlossen. Ne? Der stand aber dann nur in Unterhose auf dem Parkplatz. Aber das sind diese Sachen, das passiert immer wieder. Ne? Bei muss er wohl anwesend gewesen sein. Ne? Temperaturen um den Gefrierpunkt will Ralf seinen Kunden nicht so lange warten lassen. Nach 20 Minuten Ankunft auf dem Parkplatz Grevelau an der A39. Moin. Moin. Hallo. So, du hast einmal Pech gehabt. Ja. Ausgeschlossen. Ja. Tür zu. Ja, eben Beine vertreten ja. Und ja, Schlüssel nicht in die Tasche gesteckt, aber abgezogen. Ja. Okay. Und ja, hat nur Klack gemacht und dann war das weg. Bin ehrlich, Chat, Alter. Ich habe normalerweise keine starken Meinungen über Klamotten, ne? Aber ich finde wirklich, von allen Marken von Kleidung, die ich so gerade im Kopf habe, finde ich, ist Camp David am unästhetischsten für mich. Kann wirklich nicht groß nachvollziehen, warum manche Menschen diese Art von Kleidung kaufen, weil die ist ja nicht mal günstig, die ist ja sogar recht teuer. Guck mal, das steht Coast Guard Control Camp David, US Marine Safety. Der fährt LKW in Winterdeutschland. Weit weg von jeder Küste. Wisst ihr, was ich sage? Okay, weiter. Wir machen den von außen auf. Ja. Ich guck mal das Werkzeug an. Ja. Los. Sehr doof. Und das bei den Temperaturen ist das unschön. Lasst euch das nicht von mir schlecht reden. Chat, wenn ihr es gut findet, findet ihr es gut. Ich kann es nur nicht ganz nachvollziehen. Und dann auch noch, ja, keinen warmen Platz irgendwo hat, ist ja keine Raststätte hier. Wir wollen ja keine Schienen am Auto haben. Bei manchen Fahrzeugen löst schon das Zuschlagen der Tür die Zentralverriegelung aus. Sind wir in Hamburg gerade? Ah ja, dort Reportage. Hm, okay, guter Punkt, Chat. Rational argumentiert. Ralf will dem Kunden schnell weiterhelfen, denn der ist auf dem Weg zu einem Geschäftstermin. Lernen wir gerade, wie man ein Auto aufbricht? Oder ein LKW eher? Jetzt müssen wir nur mal gucken, dass wir mit dem richtigen Draht da auch rankommen. Da hat man 4 Schlüssel von dem Auto, aber wenn er drin liegt, nützen die einem auch nichts. Ne? Ralf ist gelernter Kfz-Mechaniker. Sein erster Fall an diesem Morgen, für ihn ein echter Klassiker. Nach 10 Minuten. Bro. So, offen ist er. War ganz schön einfach. Das Klebeband können wir gleich wieder abmachen. Ja. Wo kann man so ein Pumpkissen kaufen? Für den Fall, dass meine Schlüssel im Auto liegen.
ich hole erstmal den Schlüssel gleich raus. Ja, wollte ich das sagen. Bevor wir es wieder zumachen. Wie heißen diese Pimpkissen? Ich komme auch gerne zusammen. Oh. Objekt der Begierde. So unscheinbar. Passiert nie wieder. Denkt man. Ja, wunderbar. Ich bin froh, wenn ich jetzt ins warme Auto wieder komme. Du musst noch mal ein bisschen sauber machen. Stimmt, ich hatte einmal Chat vor wirklich langer Zeit. Wollte ich irgendwas aus dem Kofferraum rausholen, aus meinem Audi, und habe den Audi-Schlüssel im Kofferraum gehabt. Ja, ich erinnere mich, das war funny. Ja, das ist das geringste Übel. Okay. Ja, Kostenübernahme habe ich vom Kollegen, alles gut. Mach mal so. Okay. Ja, ja, cool. Das war wirklich cool. Danke für die Erinnerung. Man versucht ihnen ja immer schnellstmöglich zu helfen. Also gerade wenn man weiß, gut, jetzt ist hier so ein Parkplatz, die stehen natürlich auch immer Kälte. Also ich denke, wir haben das einigermaßen Zeit mal erledigt. Was ist dann passiert? Jetzt kommt der geilste Scheiß. Also ich habe den Audi übrigens nicht mehr, nur so nebenbei, es war ein Leasingfahrzeug. Dann habe ich einfach das Auto aufgemacht per App. Konntest du per App aufmachen. Easy. Hat sich auch gefreut. Problem war nur, dass das Auto in der Tiefgarage stand und dass die App halt relative Probleme hatte, ein Fahrzeug in der Tiefgarage zu finden. Beziehungsweise so komisch unter Dach, dass da halt kein Empfang war. Da war wirklich richtig tot. Und das war ein bisschen schwierig, auf jeden Fall Empfang dahin zu bekommen. So. Ich musste mich an eine gewisse Stelle bei diesem Platz hinstellen, sonst hat das Auto das nicht gesehen. Das hat lange gedauert und es hat funktioniert. Zur gleichen Zeit, 20 Kilometer entfernt in Rammelsloh. Im Betrieb der Hartmanns macht sich Mitarbeiter André Herrmann bereit für seinen nächsten Einsatz. Ein Unfall auf der A7 Richtung Hamburg. Sie haben ja so Schneeregen angesagt. Man hat natürlich immer so, also man merkt dann so ein bisschen, dass der Puls so ein bisschen steigt, weil wie gesagt, man weiß wirklich nicht, was einen da erwartet. Bei uns darf eigentlich gar keine Routine aufkommen, weil man muss immer sehen, dass man seinen Allerwertesten immer vom Verkehr weghält. Ne? Also es ist schon ein gefährlicher Job, man muss immer wirklich aufpassen. Über 20 Jahre arbeitet André schon für Ralf Hartmann. Nach 20 Minuten Fahrt, Ankunft an der Unfallstelle. Ach, da winkt da schon der Kunde. Dann ist die Polizei auch schon weg. Dann ist das, ah ja, das sieht doch gut aus. Ja, die Tür geht leider nicht mehr zu. Aber er lacht noch, das ist schon mal viel wert. Der Typ ist gut drauf, mal erzählt. Moin! Grüß euch, euch geht's gut, ja, ne? Ja. Alles gut, perfekt. Der Pkw-Fahrer sagt, er sei von dem Lkw gerammt worden. Laut offiziellen Vorgaben müssen die Abschlepper innerhalb von 30 Minuten an den Unfallstellen sein. Für die Bergung gilt, so schnell wie möglich, aber so sicher wie nötig, sagt André. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir die Tür noch zukriegen. Entschuldigung, ich setze mal für Arbeit gehört. 10.000 Euro schätzt André den Schaden an Tür und Kotflügel. Damit er das Fahrzeug sicher abschleppen kann, muss er jetzt noch die Tür sichern. Da können wir sowieso keine Beule mehr reinmachen. So, das hält. Das hätte auch anders ausgehen können, weiß er. Habe ich drin bei mir. Eigentlich hat er Glück gehabt, weil ich sag mal, so ein LKW, wenn der da reinfährt, kann auch anders ausgehen. Ne? Ja. Also eigentlich kann er heute noch mal, ich sag mal, Geburtstag feiern. Also. Ich habe so einen Schreck gekriegt. Vor allem, ich bin aus dem Auto rausgestiegen. Ich wollte ihn fragen, ja, hallo Kollege, was ist hier los? In dem Moment fährt er noch weiter. Raus, ja, genau. Da bin ich ja zur Seite sein. Aber gut, ist keinem was passiert. Ne? Gut, dann wollen wir das nochmal festbinden. Nach 30 Minuten im Schneeregen. So, einfach die Füße da rein, genau. Zutritt nur mit FFP2-Maske, medizinischer Maske. Wo ist die Maske? André fährt seine Kunden nun Hallo, weiter. Hallo, Regeln sind da, um sie einzuhalten. Hamburg. Die Kosten für die Fahrt rund 250 Euro. Hm. Nur hinten, ja. Zurück in Rammelsloh. Ralf hat das Abschleppunternehmen 1997 von seinem Vater übernommen. Mittlerweile handelt er auch mit gebrauchten Fahrzeugen und Ersatzteilen. Doch das Kerngeschäft der Hartmanns ist der Abschleppdienst. Bis später, tschüss.
So stelle ich mir tatsächlich einen ADAC-Büro vor. Das ist schon gut unordentlich, bin da. Ich wieder bei Ihnen. Alles klar. Gerne. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Ralfs Schwester Corinna nimmt die Aufträge an und verteilt sie so an die Abschlepper, dass sie schnellstmöglich am Einsatzort sind. Und eine Menge Spaß da. Also jetzt im Unfall- und Pannenbereich hast du ja alles. Du hast... Jedes kaputte Auto ist ein Schicksal. Die größte Herausforderung ist eigentlich, dass du morgens nie weißt, was der Tag dir bringt. Du kannst ja alles haben, von totaler Katastrophe bis manchmal nur zwei Pannen am Tag. Das ist, und dass es eben kein reiner Bürojob ist, sondern dass du alles machst. Ja, ist halt hochspannend. Okay. Dieser Fahrer will einen kaputten LKW abholen. Corinna hat schon die Papiere fertig gemacht. Brief, Zulassung. Heftig. Okay. Bitte schön. Drei Monitore. Okay, auch das machst du selber. Wow. Okay, okay, okay. Wir haben den 24. Januar 2023 da gehabt. Corinna ist wie Ralf im Betrieb aufgewachsen. Sie weiß, wie gefährlich der Job ihres Bruders und der Mitarbeiter ist. Natürlich kann immer was passieren. Wir hatten das ja auch schon. Ralf hatte ja schon auch einen ziemlich schweren Unfall. Da hat ihn ein LKW auf der Standspur stumpf umgefahren, Gott sei Dank nur mit Knochenbrüchen. Oh. Das Gefühl hast du natürlich immer, dass da was passieren könnte. Aber ich will mir nicht von der LKW die Knochen brechen lassen. Wenn du an dich ranlässt, dann kannst du den Job einfach nicht, kannst du den Job hier nicht machen, weil du musst lernen, damit umzugehen, das irgendwie wegzudrücken. Ey Mann, die arbeitet beim Abschiebdienst. Mach mal halblang. Okay, ich verstehe, was sie sagt. Draußen auf dem Hof bekommt der Fahrer die kaputte Zugmaschine doch nicht alleine verladen. Harter Job zu sein, ne? Kollegen mal ein bisschen helfen, weil der mit seinem Tieflader nicht rankommt. Gucken wir ihn ein bisschen zurecht und dann gucken wir. Nach dem Unfall hatte die Spedition den Chat, jemand ist gerade wegen des Telefongeräuschs hochgeschreckt. Ist das das deutsche Bürotelefongeräusch? Warte, lass mal lauschen. Einfach nicht, kannst du den Job hier nicht machen, weil du musst lernen, damit umzugehen, dass irgendwie... Ja, das stimmt schon. Wegzudrücken. Sorry, Chats. Tut mir echt leid. Versteigert. Tut mir echt leid. Ihr seid hier zum Entspannen, Chat, nicht zum getriggert werden. Hier kann man jetzt auch ganz schön sehen, dass der Reifen geplatzt ist. Ne? Sorry. Was nochmal? Das kommt aber immer wieder vor im Schwerverkehrbereich. Ja, es sind natürlich ganz schöne Gewalten drauf. Und das ist ja, wenn der so einen Schlag in der Lenkung kriegt, dann schaffen die das auch nicht zu halten. Und dann nach links oder rechts meistens. Auf der Vorderachse jedenfalls. Ne? Der ist ja nach links in die Schutzplanke und auf die Seite gefallen. Ja, der hat nun einen Auffahrunfall gehabt am Stauende. Na klar, gucken Sie das an. Die Jungs gucken sich das auch immer mal an, was wirklich ja auch manchmal ein bisschen Abschreckung ist, für, dass man eben aufpasst, was vor einem passiert. Aber ich sag ja, nee, das muss man ausblenden und fertig. Aber sowas ist natürlich auch immer so ein Extremfall. Ne? Also der hat echt Glück gehabt, weil man sieht ja, da ist null, absolut null kaputt das Ding. Ne? Man hat eigentlich nicht gedacht, dass er das überlebt. Ne? Dann kann der Architekten des LKWs, ja? Der LKW muss jetzt auf den Tieflader. Da die Zugmaschine nicht mehr rollt, hilft Ralf mit seinem Gabelstapler. Finish! Er freut sich, sein Ding ist drauf, er kann losfahren und wir haben fertig. Der LKW soll nach Osteuropa und dort repariert werden. Der nächste Einsatz, diesmal für Alex Dräger, einer von vier Mitarbeitern der Hartmanns. Wir fahren jetzt nach Meckelfeld zum Aldi-Parkplatz. Da hat es einen Unfall gegeben und das gucken wir uns jetzt mal an. Rund 3000 Einsätze fahren sie pro Jahr. ADAC. Die Aufträge bekommen Sie vom ADAC, über die Abschleppzentrale, die Polizei oder von Kunden direkt. Wir schleppen wirklich alles ab. Also viele Kunden, viele Stammkunden von uns, sag ich mal, erzählen dann immer, ja, wenn es kompliziert wird, dann ruft mal lieber Hartmann an, die schleppen alles ab. Und man muss dann immer so ein bisschen schmunzeln, aber letzten Endes haben sie recht. Also zumindest fahren wir hin und gucken und probieren das. Sicherlich gibt es auch mal den Fall, wo es dann vielleicht nicht funktioniert oder knifflig wird. Aber meist ist das so, dass der Chef dann immer irgendwie eine Idee hat und... Werbung. Meistens klappt das dann auch. Und
Bei Hartmanns klappt's. Ja, steht hier drauf. Ja, da sind sie. Ich fahre hier jetzt rückwärts rein, weil ich nicht genau weiß, wie das da hinten aussieht. Das ist auch so eine enge Ecke hier. Sie haben im Schnitt jeden Tag 10 Einsätze. Und zu Hochzeiten im Winter 3-mal so viele. Alex ist auch gelernter Kfz-Mechaniker. Moin. Euch ist jemand raufgefahren? Oder ihr seid jemandem raufgefahren? Ja. Oh, Ticker-Chat. Ah, okay, okay. Oha. Ja, okay. Das Auto fällt nicht an. Ja. Das ja nicht vorbereitet. Seid ihr. Ja, okay, gut. Dann haben wir noch ein bisschen. Die Tür geht nicht auf. Ja, gut, na klar, die Tür geht nicht auf, weil der verbogen ist. Habt ihr versucht zu fahren? Ja, ein Stück. Gut, okay. Aber das ist schlecht. Ja, gut, klar. Wir gucken gleich mal eben. Sonst. Ich würde das gleich eben einmal ausprobieren. Sonst drehe ich einmal eben um, dass wir den rückwärts aufladen. Ja. Aber das kriegen wir. Das kriegen wir hin. Ich würde einmal den Schlüssel nehmen. Und dann früher wollte ich immer so eine Frisur haben wie der Chat, als ich irgendwie 16, 17, 18 war. Und dann irgendwann wurde mir klar, Chat, dass meine Genetik nicht unbedingt für lange, robuste, stabile Haare gebaut ist. Und dann habe ich den Traum aufgegeben. Dann mache ich mir mal eben kurz selber ein Bild und dann. Ein Blechschaden. Der Fahrer ist unverletzt. Alex muss nun prüfen, ob sich das Auto noch bewegen lässt. Jetzt habe ich Latze, Chat, bald. Shit. Ja, das sieht gut aus, der rollt noch. Das ist das, was ich gucken wollte. Quietsch, quietsch, quietsch. Auf Supermarktplatz letzten haben wir viele Auffahrunfälle und Parkrempler. Also da haben wir schon wieder die wildesten Sachen erlebt. Und es ist meist immer zum Schmunzeln tatsächlich. Alex hat Glück gehabt. Im schlimmsten Fall hätte für die Aktion einer seiner Kollegen mit dem Kran nachkommen müssen. Ach du Scheiße. Nach 20 Minuten sind sie abfahrbereit. Das Haupteinsatzgebiet der Hartmanns, das Maschener Kreuz. An dem wichtigen Verkehrsknotenpunkt treffen neben der Autobahn 39 die A1 und A7 aufeinander. Zwei der meistbefahrenen Autobahnen Norddeutschlands. Da ist noch eine Menge Stau an. Auf der A7 Richtung Hamburg, Höhe Egestorf. Ralf und André müssen hier einen LKW mit einem Container voller Waschmaschinen bergen. Fährst du morgens immer her? Bäh. Was? Das ist natürlich immer ein Risiko bei dem Wetter. Der Wind ist schlecht, die Leute rutschen schnell, genau. Das ist immer gefährlich bei dem Wetter. Ah. Die Autobahnmeisterei sichert die Unfallstelle an der dreispurigen Fahrbahn zusätzlich ab. Auf zwei Fahrspuren läuft der Verkehr allerdings weiter. Oh, die Jungs schlagen jetzt die Seile an. Wir eben versuchen, durchs Wasser zu rufen und dann ziehen wir den gleich hier hoch. Doch der einsetzende Schneeregen erschwert ihnen heute die Arbeit. Scheißwetter, immer Scheißwetter. Der LKW steckt fest. Zusätzliche Herausforderung, die Lautstärke. Ja, wir machen viel mit Handzeichen, weil bei dem Wetter mit Funkgerät ist auch immer oder mit Headset, das hörst du nur. Die Fahrzeuge fahren direkt an ihnen vorbei. Die Gefahr ist da. Das ist wie Spin Tires. Das sieht man ja. Das sind 20 cm zwischen Leben und Tod. Ne? Man muss halt da Mut zu haben. Ne? So, jetzt sind wir kaputt. Ralf muss den LKW mit dem Kran etwas anheben, damit er beim Rausziehen nicht umkippt. Hätte er nicht warten können? Zudem könnte die Unterseite des LKW beschädigt werden, wenn sie ihn nur mit dem Abschleppseil rausziehen würden. Den LKW darf André nur ganz langsam auf die Straße ziehen. Denn bei zu viel Spannung auf dem Abschleppseil könnten sie nicht nur den LKW beschädigen, auch das Seil könnte... Oh, habt ihr schon mal sowas gesehen, Chad? Wenn so eine Seilwinde reißt und was dann passiert? Zum Beispiel bei so einem Jeep oder so, der vorne die Seilwinde hat? Bro, Alter, ich hab die schlimmsten Videos gesehen, Mann.
wo so ein Abstellseil reißt. Das Abstellseil, das schnackt halt auch immer wieder zurück dahin, wo es hergekommen ist, ne? Mit anderen Worten, das fucking Abschleppseil ballert halt durch deine Windschutzscheibe und könnte rein theoretisch deinen Kopf treffen, ne? Heilige, Monka ist richtig Monka. Reißen und sie verletzen. Nach fast einer Stunde steht der LKW wieder auf der Fahrbahn. Da er nicht mehr verkehrssicher ist, koppeln sie die Zugmaschine vom Container ab. Es wird dann wenigstens wieder ein bisschen warm. Wir trennen das beides, fahren mit unserer Maschine da unter und dann hängen Bestes wir den übrigens. Und dann sehen wir zu, dass wir hier verschwinden. Die arbeiten da quasi hart und der Typ, der das da reingesetzt hat, sitzt in der Fahrerkabine. Laden. Doch dazu muss er erstmal wenden und das direkt neben der Fahrspur. Ja, ist schon ein bisschen... Machen wir eigentlich nicht immer, aber so ist es einfacher. So packen wir uns den dann hinten und brauchen keine Bremse losschrauben und keine Kardanwelle ausbauen. Ist einfacher so. Hey, fährt doch noch. Warum fährt er nicht einfach weiter? Nach über einer Stunde Abbau des Krans. Hupt der LKW wirklich? Oder ist das eine nacheingespielte Hupe-Chat? Bei welchem Grund hat denn der LKW jetzt da gerade zu hupen? Da stehen Hütchen, er steht da relativ sicher. Es gibt keinen Grund eigentlich zu hupen. Glaube ich, oder? Mann, what the fuck? Ja, sieht man ja, ist immer super eng. Nicht viel Platz bei so einer halbseitigen Sperrung. Deswegen ist immer super gefährlich. Den Container mit den Waschmaschinen transportieren sie mit ihrer eigenen Zugmaschine ab. Alles gut geklappt. Nur nass geworden. Hey, Ziggy. Nach 24 zwei Stunden Monate. Haben sie es geschafft. 2 Jahre, Ziggy. Sie können abholen. Um 2 Uhr nachts. Im März dann doch noch ein Wintereinbruch. Bäh. Der Landkreis versinkt über Nacht im Schnee. Ein Member. Auch Ramelsloh hat es die Abschlepper kalt erwischt. Ich erinnere mich noch, als es im März einmal kurz Winter wurde und ich mir selber gesagt habe, ich fahre jetzt einkaufen, ich fahre jetzt zu meinen Eltern und dann gehe ich so lange nicht raus, bis der Schnee weg ist. Zum Glück habe ich diese Freiheit, Chat. Bless. Hast du Schnee? Ja, da muss ich mal eben anschreiben. Ich bin hier gerade am Schnee schicken, aber ich gehe mal eben ran. Moment, ich schreibe mir das mal eben auf. Das Telefon steht heute nicht still. Dabei sind alle Abschlepper bereits unterwegs. So machen wir das aber jetzt. Bis dann. Tschüss. Ciao. Genau. So, jetzt geht's weiter. Ja, wenn man sich die Verkehrslage anguckt, so hinter uns Richtung Heide, ist ja alles viel eingeschneiter als Richtung Norden noch. Vielleicht haben viele auch nicht damit gerechnet. Es treffen sich 2 Schneeflocken. Ne? Lass uns nach Hamburg fliegen, Chaos verbreiten. Das ist heute wieder genau aufgegangen. Aber was ich weiß bis jetzt, ist keinem viel was passiert. Alles die Reporterin musste auch lachen, interessant. Ganz hervorragend. Währenddessen ist André Herrmann bereits auf der A7 unterwegs zu einem Unfall. Die Autobahn sieht relativ entspannt aus, außer der Überholfahrstreifen könnte noch so ein bisschen glatter drunter sein. Ne? Wenn ich das hier so sehe zum Beispiel, ne? Ich meine, warum muss der hier mit 90 lang blasen? Ne? Und dann jammern sie rum, wenn sie gebremst haben, dass sie irgendwo eingeknickt irgendwo in der Leitplanke hängen. Weil so ein Ding muss ja auch irgendwie zum Stehen kommen. Ne? Für ihn geht es jetzt erstmal runter von der Autobahn auf die Landstraße. Ich muss aber eine Sache sagen, Schnee ja, sieht schon irgendwie idyllisch aus. In den warmen Reifen, wenn die Autos von der Autobahn kommen, sieht man hier die Eisplatten und das unterschätzen natürlich viele, wo man dann auch ganz schnell mal abschmieren kann. Ne? Nach 20 Minuten Ankunft an der Unfallstelle. Wohl. Der ist eiskalt weggerutscht, würde ich sagen. Wir stellen uns erstmal dahinter und gucken erstmal, was da los ist. Die Polizei ist schon vor Ort. Moin! Alles gut? Willst du ihn rückwärts rausziehen? Ist er voll, weißt du das? Brötchen. Also der wird nicht so schnell. Nee, dann, ich denke mal, ich werde ihn vorne packen. Ja? Das, ja, ich guck gleich mal. Ich bin alleine hier. Ja, alles gut, kriegen wir hin. Notfallstelle hier oben, warten, hinziehen mit dem Auto durch. Ich habe auch ein paar Hütchen mit, das kriegen wir hin, das Ding. Okay.
Der Fahrer des LKW mit der Brötchenladung ist bei Glätte von der Fahrbahn abgekommen. Damit André ihn sicher bergen kann, muss der Polizist die glatte Landstraße sperren. Das sind diese Eisplatten, diese festgefahrenen, das hier. Zeig mal eine Eisplatte, das ist, Bro. Das ist richtig Eis. Das ist Eis? Eisbahn. Oh ja, ich bin schon mal über sowas drüber gefahren. Das hat keinen Spaß gemacht. So, den lassen wir noch durch wahrscheinlich und dann werden wir mal gucken. So, jetzt können wir arbeiten. Der LKW ist noch fahrtüchtig, aber in Schieflage. Damit er weiterfahren kann, muss André den 7,5-Tonner erstmal sicher auf die feste Fahrbahn ziehen. So, jetzt wird's interessant. Das ist der Nachteil, wenn das glatt ist. Doch nicht nur die Glätte ist hier ein Problem. Wenn du den jetzt noch weiter nach vorne ziehst, geht der mit dem Hinterrad ja genau in das Loch rein, da kippt er weg. Wir müssen auf die Straße. Ich muss mit der Schnauze auf die Straße. André muss den LKW Schritt für Schritt auf die Straße ziehen. So will er verhindern, dass er kippt. Das ist ja uncool, wenn der jetzt kippen würde. Jetzt kann nicht ganz viel passieren, weil er mit den Vorderreifen komplett auf der Straße ist. Das stabilisiert das Fahrzeug. Und dann zieht er hinten frei raus. Wenn er jetzt hoch ausgeladen. Also hoch ausgeladen. Dann liegt er irgendwann auf der Seite, das ist klar. Das Problem ist, es ist immer ein Risiko mit der Bankette. Man weiß nie, wie fest sie ist. Hier haben wir noch den Fahrbahnbelag und hier ist er dann sofort, man sieht das, geht es sofort 20, 30 Zentimeter runter. Und bei einem beladenen Fahrzeug, und dann kann man ja hier sehen, wie das aussieht, kommst du wieder auf die Fahrbahn. Gerade weil auf der Fahrbahn ja auch glatt ist, dann fahre ich wieder zurück. Alles klar? Ey, sowas ist mir noch nie passiert. Ja? Ich habe irgendwie immer Angst, dass mir sowas irgendwann mal passiert. Im Urlaub, als ich in Norwegen war, bin ich auch immer fast in so einen Straßengraben reingegangen, weil ich ein Auto ausweichen wollte und zu weit rechts gefahren bin. Guck mal hier, Chad. Mal, der guckt uns an. Guck mal, wie glücklich der aussieht. Dann fahre ich wieder zurück. Ich danke dir für die Hilfe. Tschüss. Man sieht das ja, wie glitschig das ist, ne? Das ist eben halt das Problem. Eigentlich hat er Glück gehabt. Das hat auch gut geklappt. Wenn er denn meinen Spiegel dran lässt und nicht zu weit rechts rüberfährt, ist alles schick. Ich hoffe, ich sehe ihn heute nicht wieder. Zurück auf dem Hof in Ramelsloh. Und würde ich dir den Zettel mitgeben, mit der Handynummer drauf? Von dem Beauftragten, von dem Busunternehmen? Ja. Mittlerweile haben wir März-Chat. Also die haben über mehrere Monate da aufgenommen. Schaut mal. Gerade war 24. Januar, jetzt ist irgendwie, keine Ahnung, 12., 10., 11., was auch immer, März. Okay. Das ist der hier, der Herr Weiß. Ja, okay, dann machen wir das. Und dann schreibst du den Rest auf. Ja, alles klar. Katastrophentag, was ich schon immer gesagt habe. Wenn das morgen schneit, ist der Tag gelaufen für uns. Also man weiß nicht, wo man zuerst hinfahren soll. Die Autofahrer lernen es nicht. Schneeglätte ist ein Problem. Wir schön vorsichtig fahren und dann... Alles klar. Ihr meldet euch. Alles klar, bis dann. Oh. Ralf ist hier der Spezialist für Einsätze mit dem großen Telekran. Den brauchen sie auch bei ihrem nächsten Auftrag. Übrigens, guck mal, Chat, also nebenbei. Das Büro schließt am Samstag um. Wie viel Uhr war das? Noch ein Stück. Oh mein Gott, noch ein Stück mehr. 11 Uhr. Wow, das sind Öffnungszeiten. Wow. Spezialist für Einsätze mit dem großen Telekran. Den brauchen sie auch bei ihrem nächsten Auftrag. Wieder ein Unfall bei Glätte auf der Landstraße. Ein Bus. Mehr wissen sie noch nicht. Wir wissen eigentlich nur, dass ein zerstörter Bus irgendwo im Wald liegt. Mehr kann ich eigentlich auch nicht sagen. Also wenn das da wirklich im Wald ist, wo ich vermute, ist das immer das Problem mit den Bäumen mit dem Kran. Ne? Weil wir an dem Kranmast ein Steuerkabel haben. Und wenn das reißt, dann steht der Kran da und nichts geht mehr. Kurze Zeit später erreichen sie den Unfallort. Ja, wie ich so zurückspule? So. Kann auch vorspulen. Die Fahrerin so, frame for frame immer ein Bild. Busses kam bei Glätte von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Ja, ich muss auch gleich nochmal. Nimmt ja auch keiner Gas weg. Man muss ja hier volle Pulle fahren. Das ist schon scary. Wir machen jetzt die Straße dicht und fangen an. So, jetzt geht's los. Der Plan? Ralf will den Bus mit dem Kran auf die Fahrbahn heben. Wir machen uns mal eben ein bisschen Platz hier. Müssen das halt vernünftig abstützen hier und dann können wir den Kran aufbauen. Achso, du meinst Taste?
Ja, mit Punkt und Komma. Sorry, Bro. Ja, mit Punkt und Komma. Doch wie befürchtet ist das hier nicht so einfach. Ja, ist wie immer. Die Bäume ist hier unser größter Feind. Da kommen wir natürlich immer ganz schnell mit dem Kran rein, aber... Während Ralf den Kran vorbereitet und die Bäume im Blick behält, bereitet André hinten die Abschleppöse vor. Ja, ich denke mal, das langt jetzt. Okay. Ich komme mit den Gurten oben über den Bus, ne? Ja, wegen der Bäume. Ja, ich glaube, das müsste gehen, ne? Müssen wir noch eben, oder du ziehst von hinten rum. Weil der steht ja hier so doof an dem Baum dran, ne? Weißt du, wie ich meine? Dass wir den hinten eben einmal rumziehen und den anderen vorne rüber, ne? 2 Uhr nachts unter der Woche, Chat. Seid ehrlich. Hat irgendjemand von euch schon mal so eine Art von Unfall gehabt? Seid ihr von der Fahrbahn schon mal abgekommen? Und wandert im Graben oder so? Um Himmels Willen, Chat. Ich sag's nochmal. Ich bin froh, dass mir das nicht passiert ist, aber ich weiß, mir wird das irgendwann passieren. Irgendwann. Wenn du ihn erstmal nur hinten anpackst. Ja, aber passiert es uns allen. So. Oder? Können wir ausprobieren. Hast du ja mal geguckt, okay, was gut, da unten noch gut, ist? Gut. Nee, ich hab ihn. Achso, Pia natürlich. Gute Arbeit. Okay. Ah, nee, Pia, nope. Nee, wir überlegen jetzt, wie wir ihn anketten, ne? Das muss ja dann auch vernünftig hängen. Wir gucken mal. Geh mal eben den André und Ralf wissen nicht, wie es unter dem Bus aussieht. Tags auf dem Dach? Oh je. Passiert halt, Bro. Im schlimmsten Fall könnten Hindernisse am Boden den Bustank aufreißen und der Kraftstoff könnte auslaufen. Außerdem steht der Bus vorne so dicht an einem Baum, dass Ralf ihn mit dem Kran nicht packen kann. André montiert deshalb einen Gurt, damit sie zunächst den hinteren Teil auf die Straße hieven können. Ach, diese Bäume. Ralf versucht, den Bus mit seinem Kran so anzuheben, dass er wieder gerade steht. Das ging doch ganz gut. Hasta la vista, Baby. Mach mal Seil ran, ne? Kannst du da was Viral Marketing. Ne, das sieht gut aus. Müsstest du eigentlich gezogen kriegen. Jetzt kann André den Bus mit dem Abschleppseil herausziehen. Ah. Gut, dass er Eis liegt. Schön rutschig. Das hat gewumms, ja, ja. Ich meine, der ist da oben gegen Baum, aber das ist ja alles nur so Aluminium, Pressplastik. Das ist nicht stabil. Also der hat echt Glück gehabt. Nö, ist noch alles dran. Lass mal angezogen, ich lass mal eben runter, ne? Ja. Nee, das sieht aus wie ein normaler Linienbus. Wir hängen jetzt oben nach vorne, weil wir liegen da so doll auf und dann ist er eigentlich gleich, denke ich, draußen. Hoffe ich jedenfalls. Nach 2 Stunden. Draußen ist er, ne? Perfekt. Jo. Alles gut geklappt. So wie wir uns das vorgestellt haben. Ging gut raus. Nirgendwo hängen geblieben. Kein Tank beschädigt. Alles gut. Bei Glätte alles gut gelaufen. Abfahrt für die Abschlepper. Bis zum nächsten Einsatz. So, und jetzt schleppt er den ganzen Bus, hab ich sehe. GG. Mit freundlichen Grüßen, Film, Television.